Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Prozesse. Nachdem wir in den letzten beiden Vorlesungen stark stetige Halbgruppen und die zugehörigen Generatoren kennengelernt haben und gerade am Beispiel der Brownschen Bewegung gesehen haben, wie kompliziert es sein kann, den Definitionsbereich des Generators vollständig zu charakterisieren, soll es in dieser Vorlesung um ein Werkzeug gehen, das uns dabei helfen soll, nämlich die sogenannte Resolvente. Und dieses Objekt wird auch das Vehikel darstellen, mit dessen Hilfe es uns gelingt, den Rückweg antreten zu können, nämlich vom Generator auf die stark stetige Halbgruppe. Schauen wir uns das aber im Detail einmal an. Das erste Objekt, was ich einführen möchte, ist die sogenannte Resolventenmenge. Dazu betrachte ich einen Operator A, der abgeschlossen sei, auf einem Banachraum B und den Definitionsbereich des Operators möchte ich wie üblich mit dA bezeichnen. Und dann handelt es sich bei der Resolventenmenge, die ich mit Rho a bezeichnen möchte, um die folgende Menge. Das ist die Menge aller reellen Zahlen, die so gewählt sind, dass das Inverse des Operators Lambda-Identität minus a existiert und wiederum ein beschränkter linearer Operator auf B ist. Ein weiteres Objekt, nämlich das Komplement der Resolventenmenge, bezeichnet man als das Spektrum des Operators A. Hier vielleicht noch drei mehr Bemerkungen dazu. Bei unseren Beispielen handelt es sich zumeist um Banachräume, die reellwertige Vektorräume sind, die dann vollständig sind. Wenn man natürlich komplexe Vektorräume zugrunde legt, dann ersetzt man in der Definition der Resolventenmenge logischerweise die Bedingung Lambda aus R durch die Bedingung Lambda aus den komplexen Zahlen. Die zweite Bemerkung ist, dass die Forderung, dass A ein abgeschlossener Operator sei, bereits impliziert, dass das Inverse des Operators Lambda-Identität minus A, so er denn existiert, beschränkt ist. Das heißt, in der Definition ist die Forderung, dass dieses Objekt ein beschränkter Operator ist, eigentlich überflüssig. Und die dritte Beobachtung ist, die ist relativ nützlich, die kann man relativ leicht zeigen, ist nämlich das Folgende, dass die Resolventenmenge stets eine offene Teilmenge von R darstellt und dementsprechend ist natürlich das Spektrum eine abgeschlossene Menge. Weiterhin möchte ich eine Bezeichnung einführen für das Inverse des Operators Lambda-Identität minus A und das ist nämlich das Objekt der Resolvente von A. Natürlich nur, soweit dieses Objekt existiert. In dem folgenden Lemma möchte ich wichtige Eigenschaften einmal der Resolvente zusammenfassen. Also gegeben sei ein abgeschlossener Operator A auf seinem Definitionsbereich dA. Und das ist die erste wichtige Eigenschaft, die sogenannte Resolventenidentität. Dabei handelt es sich um das Folgende. Also wenn ich mir zwei reelle Zahlen aus der Resolventenmenge vorgebe, nämlich Lambda und μ, dann gilt nämlich das Folgende, dass wenn ich die Differenz der Resolvente zum Parameter Lambda betrachte und der Resolvente zum Parameter μ, dass ich diese Differenz auch ausdrücken kann als diese Verknüpfung oder Komposition dieser beiden Operatoren, Lambda R und Lambda μ, multipliziert mit dieser reellen Zahl μ minus Lambda. Eine weitere Konsequenz daraus ist, dass die Resolvente zu verschiedenen Parametern miteinander kommutiert. Und das ist eine relativ nützliche Eigenschaft, die wir in dem Beweis des Satzes von Hillische-Schieder nochmal benutzen werden. Die nächste entscheidende Eigenschaft ist, dass das Bild der Resolvente zum Parameter Lambda sogar unabhängig ist von dem gewählten Lambda aus der Resolventenmenge. Also konkret heißt das, wenn ich zwei Parameter Lambda und μ aus der Resolventenmenge wähle, dann ist das Bild unter der Resolvente R Lambda gleich dem Bild unter der Resolvente R μ. Und insbesondere, und das ist sozusagen das Entscheidende, kann ich den Definitionsbereich des Operators A mit der Resolvente in Verbindung bringen, nämlich dass der Definitionsbereich des Operators A gleich dem Bild der Resolvente ist. Und dadurch, dass wir gesehen haben, dass diese Resolvente unabhängig ist vom Parameter Lambda, den ich hier gewählt habe, ist das natürlich auch ein wohl definiertes Objekt.
Die dritte Eigenschaft ist das folgende. Angenommen, die positiven reellen Zahlen sind Teilmenge der Resolventenmenge und es gibt folgende Beschränkungseigenschaft, nämlich, dass die Norm der Resolvente, also die Operatornorm der Resolvente, beschränkt ist durch 1 durch Lambda für alle positiven Lambda. Dann gilt das folgende, nämlich, dass der Abschluss des Bildes der Resolvente gleich ist der folgenden Menge, nämlich der Menge aller Elemente f aus diesem Bannerraum b, die die Eigenschaft haben, dass wenn ich auf f die Resolvente anwende und mit Lambda multipliziere und dann den Grenzwert bilde für Lambda gegen unendlich, dass dieses Objekt im starken Sinne wieder gegen f konvergiert. Auch diese Eigenschaft wird im Satz von Hillel-Schieder, der uns hilft, sozusagen vom Generator auf die Halbgruppe zurückzugehen, eine entscheidende Rolle spielen. Schauen wir uns den Beweis einmal im Detail an. Also die erste Eigenschaft ist, wir wollen nachweisen, dass die Resolventenidentität gilt. Dazu nehmen wir uns natürlich zwei Elemente Lambda und μ aus der Resolventenmenge. Und jetzt betrachte ich einmal die Resolvente R Lambda. Aus der Definition der Resolvente wissen wir natürlich, dass R μ, so sie denn existiert, und dadurch, dass wir μ natürlich aus der Resolventenmenge genommen haben, wissen wir, dass sie existiert, dass der inverse Operator ist zum Operator μ mal Identität minus a. Das heißt, was ich hier hingeschrieben habe, ist nichts weiter als der Identitätsoperator komplizierter ausgedrückt. Und jetzt sehen wir, können wir einfach eine Nulladdition durchführen, nämlich ich kann Lambda-Identität hinzuaddieren und wieder abziehen. Und dann sehe ich, habe ich hier vorne den Operator Lambda-Identität minus a reproduziert. Und wir wissen ja, R Lambda ist gerade der inverse Operator zu diesem Operator Lambda-Identität minus a. Sprich, wenn ich das jetzt hier ausführe, diese beiden Operatoren, erhalte ich natürlich in dem ersten Term einfach nur die Resolvente von R μ. Das ist der erste Term, der hier auftaucht. Und der zweite Term ist gerade diese Komposition der beiden Operatoren, nämlich R Lambda mit R μ. Diese reelle Zahlen kann ich natürlich rausziehen. Dadurch haben wir schon die Resolventenidentität gezeigt. Insbesondere gilt natürlich auch jetzt das Folgende, dass wenn ich mir angucke, gerade dieses Produkt oder diese Komposition der Operatoren, R Lambda und R μ, und ich jetzt mir genau die Resolventenidentität anschaue, dann sehe ich, wenn ich R μ auf die andere Seite bringe und durch diese reelle Zahl μ minus Lambda teile, so denn μ verschieden ist von Lambda, andernfalls gibt es ja auch nicht zu zeigen, dann sehe ich, dass ich diese Komposition oder dieses Produkt ausdrücken kann als diese Differenz. Und in dieser Differenz habe ich natürlich jetzt die wunderbare Eigenschaft, einfach hier innerhalb dieser Differenz der Operatoren Minuszeichen auszuklammern und es in diesem Vorfaktor, in diesem reellen Vorfaktor zu absorbieren. Dadurch erhalte ich die folgende Differenz hier auf der anderen Seite. Und wenn ich jetzt diesen Ausdruck wieder mit der Resolventenidentität vergleiche, also hier oben in dem oberen Ausdruck einfach nur die Rolle von Lambda und μ vertausche, sehe ich sofort, dass ich dann die Komposition von Rμ mit R Lambda erhalte. Somit wissen wir jetzt auch, dass die Resolvente zu verschiedenen Parametern miteinander kommutieren. Damit wäre schon der erste Teil des Lemmas gezeigt. Im zweiten Teil des Lemmas ging es jetzt darum, nachzuweisen, dass das Bild der Resolvente zum Parameter Lambda unabhängig ist von diesem Parameter Lambda, den ich gewählt habe. Um das zu zeigen, nehmen wir uns einfach mal zwei Parameter aus der Resolventenmenge her, nämlich Lambda und μ. Und jetzt möchte ich sozusagen zwei Inklusionen zeigen, nämlich dass das Bild von unter R der Resolvente Rμ enthalten ist im Bild unter der Resolvente R Lambda und umgekehrt. Wie machen wir das? Also nehmen wir uns erstmal ein Element aus dem Bild der Resolvente zum Parameter μ her. Was wissen wir dann? Naja, dann wissen wir erstmal, es existiert ein Element aus dem Banachraum derart, dass wenn ich die Resolvente darauf anwende, gerade dieses Element f wieder erhalte. Jetzt definiere ich mir mal ein neues Element im Banachraum, nämlich das setze ich einfach zusammen aus diesem Element g. Und was hier steht, ist ja gerade das Element f multipliziert mit dieser reellen Zahl Lambda minus μ. Und jetzt möchte ich mal anschauen, was passiert, wenn ich die Resolvente R Lambda auf dieses neue Element h drauf anwende.
Ich sehe also sozusagen, wenn ich das anwende, dann wirkt einmal der Operator R Lambda auf das G und der Operator R Lambda wirkt hier auf R mü G. Und wenn ich jetzt diesen Ausdruck, den ich hier habe, einmal mit der Reservantenidentität vergleiche, nämlich indem ich einfach diesen Ausdruck hier auf die andere Seite bringe, dann steht ja genau dieser Ausdruck R Lambda mal plus Lambda minus mü R Lambda R mü angewendet auf dieses Element G da. Das heißt, es ist nichts weiter als genau diese Reservante zum Parameter mü, von der wir ja wissen, dass es gerade nach unserer Wahl dem Element F entspricht. Damit haben wir jetzt nachgewiesen, dass auch F im Bild von R Lambda liegt. Damit haben wir diese eine Inklusion gezeigt. Die umgekehrte Inklusion ergibt sich trivialerweise dadurch, dass ich einfach die Rollen von Lambda und mü miteinander vertauschen. Damit haben wir jetzt eingesehen, dass das Bild der Reservante in der Tat unabhängig ist von dem Parameter, den ich aus der Reservantenmenge gewählt habe, unter dem ich die Reservante bilde. Die nächste Eigenschaft, die in diesem Teil des Lemmas zu beweisen war, war, dass das Bild der Reservante gleich dem Definitionsbereich des Operators A ist, mit dem ich gestartet. Schauen wir uns den Beweis einmal an. Der funktioniert wieder dadurch, dass ich zwei Inklusionen zeige. Nehmen wir uns also erstmal her ein Element aus dem Bild der Reservante R Lambda. Dann wissen wir, existiert ein Element aus dem Banachraum, dass ich dieses Element F darstellen kann als R Lambda G. Und jetzt möchte ich mir mal anschauen, dieses Element, was hier drüben steht. Also es ist nichts weiter als Lambda F minus G. Und F habe ich jetzt hier geschrieben als mit der Definition als R Lambda G. Was ich jetzt hier machen möchte, ist, ich möchte die Identitätsoperator, die ich mir hier vor dem Element G vorstellen kann, schreiben als den Operator Lambda Identität minus A verknüpft mit dem inversen Operator zu diesem Operator, was ja gerade die Reservante R Lambda ist. Und jetzt sehe ich, dass wenn ich diese Klammer, die hier steht, ausmultipliziere, erhalte ich einmal den Ausdruck Lambda R Lambda G und ich sehe, der hebt sich genau mit diesem Term hier vorne weg. Was noch übrig bleibt, ist, das Minuszeichen kompensiert dieses Minuszeichen, also nur den Operator A, angewendet auf die Reservante R Lambda, angewendet auf dieses Element G. Das ist genau das, was ich hier geschrieben habe. Jetzt kann ich natürlich diese Ersetzung wieder vornehmen, dass R Lambda G nichts weiter als dieses Element F ist. Was sehen wir dadurch? Naja, wir sehen auf der einen Seite, dass F, wenn ich den Operator anwende, ein Element liefert im Banachraum. Das heißt nichts weiter als, dass F in dem Definitionsbereich des Operators A liegen muss. Damit haben wir sozusagen gezeigt, dass das Bild der Reservante enthalten ist im Definitionsbereich des Operators. Schauen wir uns die umgekehrte Richtung an. Wir nehmen uns also ein Element aus dem Definitionsbereich des Operators her. Jetzt betrachte ich mal das folgende Element im Banachraum, nämlich dieses Element G, das ich dadurch erhalte, dass ich einfach Lambda mal F minus den Operator angewendet auf dieses Element F betrachte. Und jetzt möchte ich muss ja nachweisen, dass dieses Element F im Bild der Reservante liegt. Und jetzt rechne ich doch einfach mal nach, was passiert denn, wenn ich die Reservante R Lambda auf dieses so definierte Element G anwende. Naja, dann sehe ich erstmal als erstes erhalte ich Lambda mal R Lambda F minus R Lambda AF. Jetzt sehe ich, wenn ich hier die Reservante nach vorne ausklammere, erhalte ich also die Reservante R Lambda angewendet auf den Operator Lambda-Identität minus A. R Lambda war aber nach Definition gerade der inverse Operator zu diesem Operator, den wir hier stehen haben. Sprich, wir erhalten die Identität hier angewendet auf dieses Element F, was gerade F ist. Und damit haben wir nachgewiesen, dass dieses Element F auch im Bild der Reservante liegen muss. Das heißt, der Definitionsbereich ist auch eine Teilmenge von dem Bild der Reservante und damit haben wir uns überzeugt, dass das Bild der Reservante gleich dem Definitionsbereich ist. Schauen wir uns den dritten Teil der Aussage an. Und hierzu nehmen wir erstmal an, dass die positiven reellen Zahlen
Teilmenge der Resolventenmenge ist oder sind. Und die zweite Aussage ist, dass die Resolvente in der Operatornorm beschränkt ist durch 1 durch Lambda. Diese beiden Eigenschaften möchte ich voraussetzen. Und um mir ein bisschen Schreibarbeit zu sparen, möchte ich diese Menge hier abkürzen durch dieses kalligraphische D. Was ich jetzt zu zeigen habe, ist erstmal das Folgende. Also ich möchte ja zeigen, dass der Abschluss der Resolventenmenge gleich dieser Menge D ist. Und im ersten Schritt möchte ich erstmal nachweisen, dass das Bild der Resolvente enthalten ist in dieser Menge D. Gleiche Vorgehensweise, wir nehmen uns also ein Element aus dem Bild der Resolvente her. Und hier wähle ich aus Gründen, die gleich ersichtbar wären, einen Parameter μ größer als 0. Und wir wissen nach Voraussetzung, dieser Parameter μ liegt in der Resolventenmenge. Das heißt, das Objekt μ ist wohl definiert. Also dadurch, dass wir jetzt dieses Element f gewählt haben in die Bild der Resolvente, finden wir also wieder ein Element g, sodass ich f wieder als r μ g ausdrücken kann. Und jetzt, was wir nachweisen müssen, ist diese Konvergenz. Gehen wir nochmal zurück. Wir wollen ja diese starke Konvergenz zeigen. Das heißt, wir wollen zeigen, dass die Norm von r lambda f minus f für lambda gegen unendlich gegen 0 konvergiert. Das ist unser Ziel. Das steht sozusagen, hier ist unser Ziel formuliert. Jetzt möchte ich mir im ersten Schritt erstmal dieses Element r lambda f genauer angucken. Nach der Definition, die wir getroffen haben, also wie wir f beschrieben haben, nämlich dadurch, dass f im Bild von rμ gewählt haben, was ja das gleiche ist, weil die Resolvente ist ja unabhängig, das Bild der Resolvente ist ja unabhängig vom Parameter, können wir jetzt hier erstmal die übliche Ersetzung vornehmen. Ich erhalte hier also lambda rμ angewendet auf dieses Element g minus rμ g. Und jetzt sehe ich, r lambda, r μ, diese Komposition dieser beiden Operatoren, kommt uns bekannt vor, nämlich aus der Resolventenidentität. Das heißt, diese Komposition kann ich natürlich auch wieder ersetzen durch Differenz der Resolventen. Und damit erhalte ich als ersten Term dieses Lambda geteilt durch μ minus Lambda, mal die Differenz der Resolvente r Lambda minus die Resolvente zum Parameter μ angewendet auf g, und den hinteren Teil habe ich einfach nur abgeschrieben. Was jetzt sozusagen nur noch anliegt, ist, ich möchte mal diese Terme, die ich hier habe, sortieren nach Elementen, die ich ausdrücken kann als r Lambda g und Elemente, die ich ausdrücken kann als r μ g. Das ist sozusagen hier geschehen. Was ich sehe, ich erhalte diese beiden Vorfaktoren. Gut, und das war sozusagen unsere Vorarbeit. Jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn ich jetzt die Norm auf dieses Element lambda r lambda f minus f anwende. Ich ersetze also dieses Element r lambda f durch diesen Ausdruck, den wir hier gerade gewonnen haben. Und ich möchte die Dreiecksumgleichung benutzen und sozusagen die Norm hier reinziehen und auf jedes einzelne Element wirken lassen. Und ich möchte zusätzlich noch die Operatornorm der Resolvente ins Spiel bringen, weil nach Voraussetzung haben wir ja angenommen, die ist beschränkt gerade durch, also μ mal, die Operatornorm von μ mal r μ ist beschränkt durch 1, und das gleiche gilt auch für die Norm von Operatornorm von lambda r lambda. Und was man jetzt hier sieht, ist, ich erhalte nur noch als Ergebnis hiervon, 2 mal lambda minus μ multipliziert mit der Norm von diesem Element g. Und jetzt sehe ich natürlich, wenn ich lambda gegen unendlich laufen lasse, verschwindet natürlich dieser Ausdruck hier. Damit haben wir jetzt nachgewiesen, dass das Bild der Resolvente in der Tat in dieser Menge d enthalten sein muss. Als zweiten Schritt möchte ich zeigen, dass auch der Abschluss des Bildes in dieser Menge d enthalten ist. Wie gehe ich jetzt hier vor? Naja, ich nehme mir mal ein Element aus dem Abschluss her. Dadurch, dass f im Abschluss liegt, weiß ich, es existiert eine Folge von Elementen fn derart, dass sie im Bild der Resolventen liegen und dass diese Folge fn im starken Sinne gegen f konvergiert.
Und jetzt möchte ich einfach mir mal angucken, was kann ich aussagen über R Lambda f minus f. Das ist ja genau das Objekt, was mich interessiert. Jetzt führe ich zwei Nulladditionen durch, nämlich ich addiere das Element R Lambda fn hinzu und ziehe es ab. Und ich addiere fn hinzu und ziehe dieses Element ab. Und dann sortiere ich ein wenig um und benutze die Dreiecksungleichung. Und dann erhalte ich einmal den Ausdruck Lambda, R Lambda angewendet auf fn minus fn. Dann erhalte ich einmal den Ausdruck fn minus f. Und ich erhalte einmal den Ausdruck Lambda, R Lambda angewendet auf fn minus f. Und hier möchte ich einfach das Ganze noch nach oben abschätzen, indem ich einfach die Operatornorm ins Spiel bringe. Was weiß ich? Dieses Objekt, diese Operatornorm von Lambda R Lambda ist nach Voraussetzung durch 1 beschränkt. Das heißt, ich erhalte als obere Schranke den Ausdruck Lambda R Lambda fn minus fn plus 2 mal fn minus f. Jetzt sehen wir aber zwei Dinge. Nach Voraussetzung wissen wir ja, fn konvergiert im starken Sinne gegen f. Das heißt, diese Norm verschwindet für n gegen unendlich. Wir wissen auch, fn, also diese ganze Folge, ist enthalten im Bild. Das heißt, für jedes n, wenn ich jetzt in diesem Ausdruck Lambda gegen unendlich laufen lasse, das ist ja gerade das, was wir hier oben uns angeguckt haben, dann wissen wir auch, dass diese Norm verschwindet. Damit erhalten wir jetzt also das Folgende, wenn ich den Lim-Sub Lambda gegen unendlich bilde, von diesem Ausdruck Norm von Lambda R Lambda f minus f, dann erhalte ich als obere Schranke den Ausdruck 2 mal die Norm von fn minus f. Und das gilt ja für jedes n. Also kann ich jetzt auch noch den Limes bilden, n gegen unendlich, und sehe, dass dieser Ausdruck verschwindet. Damit habe ich nachgewiesen, dass dieses Element f, was ich aus dem Abschluss des Bildes der Resolvente gewählt habe, in dieser Menge d enthalten sein muss. Das umgekehrt auch gilt, dass die Menge d in dem Abschluss des Bildes der Resolvente enthalten ist, folgt aus der Definition dieser Menge kalligraphisch d. Und das sieht man relativ leicht. Naja, was hier steht, ist im Prinzip genau die Abschlussbildung, weil das Element, was wir hier betrachten, ist aus dem Bild der Resolvente. Und wir betrachten hier gerade den starken Limes. Das heißt, dieses Element f ist gerade im Abschluss des Bildes der Resolvente. Damit haben wir dieses Lemma gezeigt. Ich möchte im Folgenden jetzt die Resolvente in Zusammenhang bringen mit einer stark stetigen Halbgruppe. Die ist hier noch gar nicht aufgetaucht. Dazu möchte ich erstmal die folgende Sprechweise einführen. Also wenn ich eine Kontraktionshalbgruppe gegeben habe und G der zugehörige Generator dieser Kontraktionshalbgruppe ist mit Definitionsbereich DG, dann möchte ich die Resolvente der Halbgruppe, darunter möchte ich verstehen, die Resolvente gerade dieses Generators für jedes Lambda aus der Resolventenmenge. Und hier ist entscheidend, dass ich das Ganze betrachten Menge möchte als Operator auf dem Raum, auf diesem Definitionsbereich der starken Stetigkeit. Welche Konsequenz hat sozusagen es, wenn wir eine stark stetige Halbgruppe und die Resolvente der stark stetigen Halbgruppe betrachten? Nehmen wir uns also eine stark stetige eine Kontraktionshalbgruppe her. Stark Stetigkeit ist jetzt erstmal noch nicht gefordert. Und ich möchte mit G den entsprechenden zugehörigen Generator bezeichnen. Dann gilt das Folgende. Für jedes Lambda größer 0 existiert die Resolvente auf dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit. Und die weitere Aussage ist, die Resolvente kann ich sehr gut charakterisieren, nämlich als Laplace-Transformierte, die ich mit Lambda L bezeichnen, mit L Lambda bezeichnen möchte, der Halbgruppe Pt. Und die Laplace-Transformierte ist nichts weiter als das folgende Integral, nämlich das Integral von 0 bis unendlich, e hoch minus Lambda f, psf. Wir haben gesehen, dass wir dieses Integral definieren können, also
das Integral wenigstens bis zu einem endlichen Zeithorizont definieren können für jedes Element aus dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit. Was wir noch zeigen können, ist, dass die Norm von Lambda R Lambda F nach oben beschränkt ist durch F für jedes F aus dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit. Und weiterhin gilt, dass der Abschluss des Bildes der Resolvente gleich ist der Domäne der starken Stetigkeit. Schauen wir uns diesen Beweis einmal im Detail an. Der erste Schritt ist, ich möchte mich erstmal dafür überzeugen, dass die Laplace-Transformierte der Halbgruppe wohl definiert ist. Nehmen wir uns dazu also ein Element aus dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit her. Wir fixieren eine reelle Zahl t größer als 0 und wir wählen ein beliebiges Lambda größer als 0. Dadurch, dass f aus B0 gewählt ist, wissen wir erstmal, dass dieses Integral wohl definiert ist. Und davon können wir dann auch die Norm betrachten. Jetzt möchte ich einfach nur die Dreiecksumgleichung benutzen, um die Norm in dieses Integral reinzuziehen, und ich möchte auch noch diese reelle Zahl aus der Norm ausklammern. Das ist sozusagen hier geschehen. Was wissen wir jetzt über die Norm von PSF? Naja, die wissen wir ja, PS ist ja eine Kontraktionshalbgruppe. Das heißt, wenn ich dieses Element jetzt ausdrücke mit Hilfe der Operatornorm, dann weiß ich, dass die Operatornorm von PS nach oben beschränkt ist durch 1. Das heißt, dieses Element hier ist ja unabhängig vom Integrationsparameter S. Das heißt, ich kann dieses Integral einfach ausführen und ich erhalte als finalen Ausdruck 1 durch Lambda mal die Norm von F. Was sehe ich hier draus? Hier draus sehe ich das Folgende. Erstens, wir erhalten eine obere Schranke für jedes T. Und zweitens, wir erhalten auch den entsprechenden Ausdruck 1 durch Lambda für jedes Lambda, das positiv ist. Das sagt uns, dass die Norm von diesem Operator L Lambda F nach oben beschränkt ist durch 1 durch Lambda mal F für alle Lambda größer 0 und für alle F aus B0. Das war sozusagen die Wohldefiniertheit. Jetzt wollen wir uns davon überzeugen, dass auf B0, also auf dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit, in der Tat die Laplace-Transformierte der Halbgruppe mit der Resolvente übereinstimmt. Wie gehen wir hier jetzt vor? Naja, wir fixieren uns erstmal ein beliebiges Lambda größer als 0. Und dann betrachte ich die folgende Familie von Operatoren. Die möchte ich mit P Lambda T bezeichnen. Und dies ist wie folgt definiert, also p lambda t angewendet auf eine Funktion f, ist nichts weiter als e hoch minus lambda t mal die Halbgruppe pt angewendet auf f. Und dieses Objekt sollte Ihnen bekannt vorkommen, nämlich es war die Aufgabe nach dem Beispiel 18 zu zeigen, dass wenn pt eine Kontraktionshalbgruppe ist, dass dann auch diese neue Familie von Operatoren eine stark stetige Halbgruppe linearer Kontraktion ist auf dem Raum B0 und sie sollten den Generator bestimmen und der Generator ist gegeben durch den Generator von PT minus Lambda mal die Identität. Und jetzt möchte ich den Satz 3,5 ins Spiel bringen, nämlich der sagte das Folgende aus: Wenn ich ein Element aus dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit wähle, dann weiß ich, dass dieses Integral von 0 bis t p lambda s f ds im Definitionsbereich des Generators g lambda liegt. Und ich weiß, dass ich diesen Ausdruck hier auf der Seite umschreiben kann als pt, also p lambda t f minus f. Jetzt möchte ich einfach die Definition von P Lambda T hier einmal einsetzen. Dann halte ich auf der einen Seite den Ausdruck E hoch minus Lambda T PTF. Und auf der anderen Seite möchte ich hier ausschreiben, was dieser Generator G Lambda war. Das war ja gerade hier die Beobachtung, das ist der Generator G minus Lambda Identität. Und ich möchte in diesem Integral auch einmal explizit ausschreiben,
die Definition von P Lambda S. Jetzt möchte ich mir diesen Term einmal genauer angucken. Und zwar, wenn ich hiervon die Norm betrachte, das habe ich hier einmal hingeschrieben, dann kann ich natürlich im ersten Schritt erstmal diese reelle Zahl e hoch minus Lambda t ausklammern. Ich sehe, weil wir ja wissen, dass pt eine Kontraktionshalbgruppe ist, dass dieser Ausdruck nach oben beschränkt ist durch f. Und was das zur Konsequenz hat, nämlich ich kann jetzt hier auf der Seite einfach den Limes bilden t gegen unendlich und sehe, dass dieser Ausdruck verschwindet. Das heißt aber nichts weiter als, dass dieses Element hier e hoch minus lambda t ptf im starken Sinne für t gegen unendlich gegen 0 konvergiert. Das heißt, hier kann ich, auf der Seite kann ich jetzt zum Limes t gegen unendlich übergehen. Ich sehe, auf der Seite kann ich auch zum Limes t gegen unendlich übergehen, weil wir erhalten jetzt hier an der Stelle nichts weiter als die Laplace-Transformierte der Halbgruppe, von der wir ja wissen, dass sie existiert. Damit haben wir jetzt Folgendes gezeigt. Wenn wir jetzt noch die Terme umsortieren, ist, dann haben wir gezeigt, dass auf der einen Seite ich erhalte das Element f und auf der anderen Seite erhalte ich diesen Operator Lambda-Identität minus g angewendet auf die Laplace-Transformierte zum Parameter Lambda. Das heißt nichts weiter als, dass die Laplace-Transformierte die rechtzeitige Inverse zu diesem Operator Lambda-Identität minus g ist. Im zweiten Schritt möchte ich jetzt mal f in dem Definitionsbereich des Generators wählen und mir angucken, was passiert, wenn ich den Generator auf f anwende und dann auf dieses Element die Laplace-Transformierte anwende. Wir wissen bereits, dass wenn ich ein Element f aus dem Definitionsbereich des Generators wähle, dass f dann auch im Definitionsbereich der starken Stetigkeit liegt. Und wir wissen zudem noch, dass wenn ich den Operator g auf f anwende, dass auch dieses Element im Definitionsbereich der starken Stetigkeit liegt. Das haben wir, ich glaube, im Satz 3.5 gezeigt. Damit können wir sozusagen, damit ist dieser Ausdruck hier erstmal wohl definiert, weil wir gezeigt haben, für Elemente aus B0 existiert diese Laplace-Transformierte oder ist wohl definiert. Und jetzt möchte ich hier einfach nur mal ausschreiben, was wir hier stehen haben, nämlich das nichts weiter als das Integral von 0 bis unendlich e hoch minus lambda s ps gf. Und im Satz 3.5 haben wir auch gezeigt, dass wir diesen Operator psg schreiben können als die Ableitung im starken Sinne von der Halbgruppe ps. Was ich jetzt machen möchte mit diesem Integral hier, ist nichts weiter als partielle Integration. Ich möchte einmal diesen Ausdruck hier integrieren und dann im zweiten Schritt diesen Ausdruck hier ableiten. Damit erhalte ich auf der einen Seite den Ausdruck e hoch minus lambda s psf auf den Grenzen 0 und unendlich, wobei man das jetzt im Sinne eines Grenzüberganges natürlich auffassen muss. Und wir haben ja gesehen, wenn wir hier den Parameter s gegen unendlich laufen lassen, dann konvergiert dieser Ausdruck im starken Sinne gegen 0. Das heißt, wir erhalten hier nur den Wert einer unteren Integrationsgrenze und das gerade minus f. Und auf der Seite erhalten wir, wenn ich hier einfach das Lambda aus diesem Integral rausziehe, gerade die Laplace-Transformierte von f. Das heißt, was wir hier jetzt erhalten haben, ist einfach der Ausdruck minus f plus Lambda L Lambda F. Wenn ich jetzt das Ganze noch ein bisschen umsortiere, also F auf die andere Seite bringe, dieses Element hier rüberziehe und die Laplace-Transformierte nach vorne hin ausklammere, erhalte ich gerade folgenden Ausdruck, nämlich dass ich F schreiben kann als die Laplace-Transformierte zum Parameter Lambda, angewendet auf diesen Operator Lambda-Identität minus G, angewendet auf dieses Element F. Was wir jetzt hier gesehen haben, ist, dass die Laplace-Transformierte auch die linksseitige Inverse ist von diesem Operator Lambda-Identität minus g. Das sagt uns aber nichts weiter als, dass diese Laplace-Transformierte gerade der inverse Operator ist zum Operator Lambda-Identität minus g für jedes Lambda größer 0. Und das sagt uns ja nichts weiter aus, als dass Lambda, dass die Resolvente auf dem Raum B0 existiert. Weiterhin haben wir gezeigt, in der Abschätzung für die Wohldefiniertheit,
dass wir natürlich für jedes f aus B0 auch die Norm von Lambda r Lambda f nach oben beschränken können durch die Norm dieses Elements f. Kommen wir zum zweiten Schritt. Zum zweiten Schritt in diesem Satz war nachzuweisen, dass der Abschluss des Bildes gerade dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit entspricht. Wir gehen wieder da vor in folgender Art und Weise, nämlich wir wollen erstmal im ersten Schritt zeigen, dass das Bild der Resolvente enthalten ist im Definitionsbereich der starken Stetigkeit. Also nehmen wir uns wieder ein Element f aus dem Bild der Resolvente her. Dann wissen wir ja, es existiert ein Element g in unserem Banachraum, sodass wir das Element f schreiben können als r lambda g. Was wir jetzt nachzuweisen haben, ist ja, dass dieses Element f, was wir gewählt haben, im Definitionsbereich der starken Stetigkeit liegt. Sprich, wir wollen am Ende angucken, die Norm ptf minus f. Und um diese Norm besser beschreiben zu können, setzen wir jetzt erstmal die Definition von f ein, die wir gesehen haben, die können wir ja auch ausdrücken als r lambda g minus r lambda g. Und auf dieses erste Element wende ich die Halbgruppe pt an. Jetzt möchte ich in einer kleinen Nebenrechnung erstmal ausrechnen, was kann ich über dieses Element pt r lambda g aussagen. Was wir hier wissen ist, dieses Element hier kann ich auch dadurch charakterisieren, wobei ich dieses g natürlich aus b0 wählen muss, sonst klappt die ganze Rechnung hier nicht. Also, um einmal zurückzugehen, hier sollte g aus b0 stehen. Dann weiß ich natürlich, auf b0 kann ich r lambda ersetzen durch die Laplace-transformierte l lambda. Jetzt weiß ich, pt ist ein beschränkter Operator. Das heißt, diesen Operator darf ich auch in dieses Integral hineinziehen. Also man macht das sozusagen in zwei Schritten. Man schreibt erstmal das dieses Integral von 0 bis unendlich als der Limes vom Integral 0 bis t und dann darf ich für jedes feste t das Ganze reinziehen. Und hier benutze ich die Beschränktheit von f aus. Und was ich jetzt hier drinnen sehe, ist, jetzt kann ich ja einfach eine Substitution durchführen. Wenn ich eine Substitution durchführe, verschieben sich natürlich hier die Integralgrenzen von t bis unendlich und sozusagen das fehlende Stück von 0 bis t möchte ich einmal hinzuaddieren, damit erhalte ich dann genau wieder die Laplace-Transformierte von 0 bis unendlich, die ich dann wieder schreiben kann als die Resolvente r lambda. Und ich erhalte diesen Term, den ich dann abziehen muss. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, dass ich pt r lambda g auch durch diesen Ausdruck darstellen kann. Wenn wir jetzt hier zur Norm zurückgehen, dann möchte ich dieses r lambda g mit diesem Ausdruck hier zusammenfassen und den Vorfaktor e hoch lambda t minus 1 aus der Norm herausziehen, das ist ja ein positiver Term hier, und in dem zweiten Ausdruck, den ich hier hinten erhalte, möchte ich die Dreiecksungleichung benutzen und die Norm in das Integral hineinziehen. Und jetzt sehe ich natürlich, auf der einen Seite wissen wir, diese Norm r lambda g, davon haben wir uns ja gerade überzeugt, ist nach oben beschränkt durch 1 durch lambda mal die Norm, mal der Norm von g. Und auf der anderen Seite sehen wir hier, aufgrund der Tatsache, dass pt eine Kontraktionshalbgruppe darstellt, dass ich diese Norm nach oben beschränken kann durch die Norm von g. Das heißt, ich kann jetzt hier dieses Integral ausführen und erhalte dadurch den Ausdruck ich erhalte hier den Ausdruck 1 minus e hoch minus lambda t geteilt durch lambda. Und dann kann ich noch dieses e hoch lambda t hineinziehen und ich erhalte als obere Schranke einfach den Ausdruck 2 mal 2 geteilt durch lambda mal e hoch lambda t minus 1. Und jetzt sehe ich, wenn ich hier den Limes bilde t gegen 0, dann verschwindet ja gerade dieses Klammerterm. Damit habe ich nachgewiesen, dass dieses Element f in der Tat in diesem Raum B0 hin muss, also in dem Raum der starken Stetigkeit. Was noch fehlt, ist nachzuweisen, dass auch der Abschluss in B0 liegt. Wie gehen wir jetzt hier wieder vor? Naja, wir nehmen uns einfach
ein Element, beliebiges Element f aus B0 her. Und ich definiere mir jetzt folgende Folge von Elementen fn, dadurch, dass ich einfach betrachte n mal rn angewendet auf dieses Element f. Was wir jetzt natürlich wissen, ist, dadurch, dass f aus B0 stammt, wissen wir auch, dass dieses Element hier, was wir hier hingeschrieben haben, stammt natürlich aus dem Bild der Resolvente. Das wissen wir auch, ohne dass f aus B0 ist. Das heißt, wir haben jetzt hier uns eine Folge von Elementen im Bild der Resolvente definiert. Jetzt müssen wir nur noch nachweisen, dass diese Folge auch im starken Sinne gegen f konvergiert. Und dann sind wir nämlich fertig. Schauen wir uns das also an. Wir betrachten also die Norm von fn-f. Das kann ich erstmal mit Hilfe der Definition von fn ausdrücken. Das ist die Norm von n mal rnf minus f. Weil f aus B0 ist, darf ich auch rn ersetzen durch die Laplace-Transformierte zum Parameter n. Und die kann ich jetzt explizit ausschreiben als das Integral von 0 bis unendlich e hoch minus nt mal ptf. Was ich jetzt sehe, ist, durch dieses n, mit dem wir das Ganze noch multiplizieren, was hier drin steht, steht hier nichts weiter als eine Wahrscheinlichkeits-, also die Dichte der, einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, nämlich der Exponentialverteilung zum Parameter n. Das erlaubt uns auch, dieses Element f in dieses Integral hineinzuziehen. Was wir jetzt nur noch machen möchten, ist, die Dreiecksungleichung zu benutzen und jetzt die Norm in dieses Integral reinzuziehen. Und was ich machen möchte, ich möchte eine Substitution durchführen, nämlich ich möchte nt substituieren durch s. Wenn ich das durchführe, sehe ich, dass dieser Vorfaktor n auch verschwindet und ich sehe, dass dieses t ich ersetzen muss durch s geteilt durch n. Was wir uns jetzt ja, was wir ja schon wissen, ist, dass das Bild der Resolvente ist ja enthalten in B0. Das haben wir hier im ersten Schritt gezeigt. Dadurch wissen wir natürlich, wenn ich jetzt hier n gegen unendlich laufen lasse, dass diese Norm verschwindet. Und dadurch, dass ich diese Norm auch nach oben durch 2 mal der Norm von f abschätzen kann, darf ich natürlich auch den Limes in dieses Integral reinziehen aufgrund des Satzes von Lebesgue und erhalte damit die Konvergenz dieser Norm gegen 0. Damit haben wir gesehen, dass der Abschluss des Bildes der Resolvente gleich ist dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit. Kommen wir jetzt abschließend zu einem Beispiel. Und als Beispiel möchte ich das Folgende wählen. Wir haben uns in der letzten Vorlesung ja mit der Brauschen Bewegung auseinandergesetzt und den entsprechenden Generator und einen Teil des Definitionsbereiches charakterisiert. Und jetzt möchte ich mit Hilfe dieser Methode auch noch einmal den Generator bestimmen und ich möchte auch nachweisen oder eine Aussage treffen über den Definitionsbereich des Generators. Bevor ich dazu komme, möchte ich aber den letzten Satz nochmal grafisch zusammenfassen. Was haben wir jetzt sozusagen gesehen? Und das spielt jetzt in der Betrachtung im Beispiel eine entscheidende Rolle, dass nämlich, wenn ich die Resolvente einschränke auf diesen Definitionsbereich der starken Stetigkeit, dass ich dann eine 1:1 Abbildung habe zwischen dem Operator R Lambda und dem Operator Lambda-Identität minus g. Also sie sind sozusagen, hier habe ich eine 1:1 Beziehung. Das heißt, wenn ich ein Element aus B0 wähle, die Resolvente anwende, lande ich im Definitionsbereich des Generators und umgekehrt, wenn ich ein Element aus dem Definitionsbereich des Generators wähle und den Operator Lambda-Identität minus g anwende, dann lande ich wieder in B0. Wir haben gesehen, dieser Abschluss war ganz B0 und wir haben uns überzeugt, dass auch der Abschluss des Bildes ganz B0 sein wird. Kommen wir jetzt zu dem Beispiel der Brownschen Bewegung. Eine erste kleine Aufgabe an Sie ist, die Dichte der Resolvente zu bestimmen. Also weisen Sie nach, das gilt, dass die Resolvente zum Parameter Lambda sich angewendet auf eine Funktion f sich aufschreiben lässt als das Integral
von minus unendlich bis unendlich von dieser Funktion fy multipliziert mit dieser Dichte, nämlich der Dichte 1 geteilt durch Wurzel aus 2 Lambda mal e hoch minus Wurzel aus 2 Lambda mal den Betrag von x minus y dy. Und das gilt sozusagen jetzt für die eindimensionale Halbgruppe zur, also zur, für die Halbgruppe zur eindimensionalen Brownschen Bewegung. Und das ist eine nette kleine Aufgabe, wo man geschickt substituieren muss. Ich möchte diese Aufgabe jetzt benutzen, um sozusagen nochmal alternativ den Generator zu bestimmen. Wie möchte ich jetzt vorgehen? Naja, ich möchte das Ganze erstmal betrachten auf dem Raum C0R. Wir haben ja gesehen, dass das der geeignete Raum ist, mit dem wir, auf dem wir arbeiten müssen, weil auf diesem Raum die Halbgruppe zur Brownschen Übergangsfunktion stark stetig ist. Was wir jetzt aus Lemma 3.6 wissen, ist, dass der Definitionsbereich des Generators ja gerade gleich dem Bild sein muss oder gleich dem Bild ist über diesem Raum C0. Und was wir auch wissen ist, dass ich den Generator auch schreiben kann als Lambda F minus R Lambda invers angewendet auf F für Elemente F aus dem Definitionsbereich des Generators. Das heißt, diese Darstellung wird uns dann helfen, den Generator zu identifizieren. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte als erstes erstmal mir ein Element g aus, also eine Funktion g aus diesem Raum C0R wählen. Das war also der Raum der stetigen, beschränkten Funktionen, die im Unendlichen verschwinden. Und ich möchte jetzt erstmal den Resolventen-Operator auf dieses Element g anwenden. Das mit Hilfe der letzten Aufgabe ist klar, dass ich das so schreiben kann. Und um nicht die ganze Zeit mit diesem Betrag arbeiten zu müssen, möchte ich einfach diesen Integrationsbereich über R aufteilen in den Bereich, wo dieses Element y kleiner ist als x und einem den Bereich, wo y größer ist als x. Das heißt, ich erhalte einmal das Integral von minus unendlich bis x von gy e hoch Wurzel aus Lambda, 2 mal Lambda und dann steht dann nur noch x minus y. Jetzt sehe ich, okay, das x kann ich nach vorne ausklammern, dann erhalte ich hier einmal den Term e hoch minus 2 Lambda x und im Integral bleibt nur übrig e hoch Wurzel aus 2 Lambda y. Und im Falle, dass y größer ist als x, analog. Jetzt ist hier eine kleine Behauptung, nämlich, dass die so definierte Funktion f wieder in dem Raum der stetigen beschränkten Funktion liegt, die im Unendlichen verschwindet. Dass die Funktion stetig ist und beschränkt, ist relativ leicht einzusehen, weil das folgt unmittelbar aus der Tatsache, dass die Funktion g beschränkt ist. Die Stetigkeit ist klar, die Beschränktheit folgt halt aus dieser Tatsache, dass g beschränkt ist. Dass f aber im Unendlichen verschwindet, sieht man hier dran nicht unmittelbar. Aber jetzt können wir ja zurückdenken. Wir wissen aus dem Satz 3.2 bereits, dass wenn ich Halbgruppe eines Levy-Prozesses diese Halbgruppe auf den Raum der C0-Funktion anwende, dann bleibe ich im Raum der C0-Funktion. Wir erinnern uns auch, dass wir die Resolvente ja auch schreiben können als die Laplace-Transformierte. Das heißt, in dem Integral habe ich lauter Anwendung der Halbgruppe auf eine C0-Funktion, von der wir ja wissen, dass sie eine C0-Funktion ist, und die integriere ich. Und damit kann ich sozusagen als Argumentationshilfe nehmen, um nachzuweisen, dass in der Tat diese Funktion f im Unendlichen verschwindet. Des Weiteren kann man sich leicht davon überzeugen, dass f zweimal stetig differenzierbar ist. Den Nachweis schenke ich mir hier mal. Ich möchte aber die Ableitung dennoch angeben. Also die erste Ableitung lässt sich einfach wie folgt darstellen. Und ich sehe, hier fällt sozusagen explizit das G raus. Das
Die Funktion g taucht aber explizit auf, wenn ich die zweite Ableitung betrachte. Nämlich ich erhalte hier einmal den Term minus 2 mal g von x. Und ich sehe, das ist auch der Grund, warum ich keine höhere Ableitung betrachten kann. Weil dann müsste ich ja anfangen, die Funktion g abzuleiten. Von der wir aber nicht wissen, ob sie differenzierbar ist. Per se ist sie es nicht. Gut, was nützt mir das Ganze? Ich möchte jetzt erstmal, und noch eine Beobachtung machen, wenn man sich diese Funktion, die hier vorne steht, genau anguckt und vergleicht mit der Funktion, die hier steht, dann sieht man, sie unterscheidet sich nur um den Faktor 2 Lambda. Das heißt, um das zusammenzufassen, ich kann die zweite Ableitung auch schreiben als 2 mal Lambda f minus diese Funktion g. Jetzt wissen wir aber, die Funktion g war aus c0. Wir wissen auch, die Funktion f ist aus c0. Damit wissen wir also, die zweite Ableitung muss aus dem Raum c0 kommen. Und insbesondere kann ich diese Funktion f natürlich auch wieder mit Hilfe der Resolventen charakterisieren. Was haben wir jetzt damit erreicht? Wir wissen erstmal, die Domain des Generators muss enthalten sein im Raum der zweimal stetig differenzierbaren Funktion, geschnitten mit diesem Raum der C0-Funktion, die Eigenschaft haben, dass die zweite Ableitung auch in diesem Raum der C0-Funktion liegt. Und wir haben hier jetzt eine explizite Darstellung gefunden, Lambda R Lambda G minus G. Und wenn wir uns daran erinnern, wie der Generator G ausgedrückt war, dann stellen wir fest, dass ein halbmal, also wenn ich hier durch 2 teile, dass das, was hier drin auftaucht, ja, dieser Ausdruck hier, jetzt kann ich dieses G auch wieder durch F ersetzen, gerade mit der rechten Seite dieses Ausdrucks übereinstimmt. Das heißt, wir haben den Generator gefunden. Das heißt, der Generator ist gerade gegeben als ein halbmal die zweite Ableitung. Was wir jetzt nur noch zeigen wollen, ist, dass in der Tat der Definitionsbereich des Generators gleich ist dieser Menge. Wie gehen wir hier vor? Naja, wir nehmen uns erstmal ein Element aus dieser Menge her. Also wir betrachten eine Funktion f, die aus C0 ist, geschnitten mit diesem Raum der zweimal stetig differenzierbaren Funktion, die Eigenschaft hatten, dass die zweite Ableitung auch wieder eine C0-Funktion ist. Und für eine derartige Funktion f definieren wir uns jetzt diese Funktion g. Dadurch, dass wir sagen, das ist nichts weiter als r lambda angewendet auf lambda f minus ein halb mal die zweite Ableitung von f. Was wir gesehen haben, ist a nach Voraussetzung, die zweite Ableitung von f ist aus einer C0-Funktion. Wir wissen, f ist eine C0-Funktion. Das heißt, was hier steht, ist eine C0-Funktion. Das heißt, wir wissen, dieses Element g liegt im Bild der Resolvente unter diesen C0-Funktionen. Was wir zeigen wollen, ist, dass nicht nur g in diesem Bild liegt, sondern dass f in diesem Bild liegt. Warum? Naja, wir wissen ja, das Bild der Resolvente ist gleich dem Definitionsbereich des Generators. Auf diese Art und Weise kommen wir zurück zum, können wir nachweisen, dass f im Definitionsbereich von g liegt, indem wir über das Bild gehen. Das heißt, unser Ziel ist nachzuweisen, ob nicht diese Funktion g in der Tat die Funktion f ist. Dann wären wir fertig. Und das, um uns davon zu überzeugen, betrachten wir einfach mal die Differenz zwischen der Funktion f und der Funktion g. Und die möchte ich mit h bezeichnen. Jetzt können wir uns ja angucken, welche Gleichung löst denn h? Also ich gucke mir mal an, was ist denn lambda mal h minus ein halb mal die zweite Ableitung von h? Naja, dann sehe ich auf der einen Seite, das ist einfach lambda mal f minus ein halb mal die zweite Ableitung von f minus. Was hier ja steht, ist ja nichts weiter als lambda mal Identität minus g angewendet auf die Funktion h. Und das heißt, ich kriege hier auch lambda Identität minus g angewendet auf diese Funktion g, was ja nichts weiter war als diese Funktion, als diese Resolvente r lambda angewendet auf die Funktion lambda f minus ein halb mal die zweite Ableitung von f. Was wir aber wissen, ist ja, dass diese Resolvente
Der inverse Operator ist zum Operator Lambda-Identität minus g. Das heißt, diese beiden Operatoren bilden gerade die Identität. Und dann sehe ich, Lambda f hebt sich weg und die zweite Ableitung von f hebt sich weg. Damit sehe ich, ich habe folgende Differentialgleichung zu lösen. Nämlich Lambda h minus 1/2 mal die zweite Ableitung von h ist gleich 0. Und diese DGL soll gelten für alle positiven Lambdas. Wenn man jetzt diese homogene Differentialgleichung zweiten Grades löst, mithilfe dieser oder dieser Zusatzannahme, dass die für alle Lambda gelten soll, dann sieht man, sie hat nur die triviale Lösung, nämlich h konstant 0. Und damit sehen wir, aha, in der Tat ist diese Funktion g gerade gleich der Funktion f, was bedeutet, dass f im Bild der Resolvente dieser C0-Funktion liegt. Und wir wissen ja, diese Menge ist gerade gleich dem Definitionsbereich. Damit haben wir jetzt nachgewiesen, dass der Definitionsbereich gleich dieser Menge ist. Damit haben wir im Falle einer eindimensionalen Brownschen Bewegung den Definitionsbereich des Generators eindeutig identifiziert. Was haben wir jetzt gesehen in dieser Vorlesung? Wir haben gesehen, wie wir mit Hilfe der Resolvente alternativ auch den Generator einer stark stetigen Halbgruppe bestimmen können und auch wie es gelingt, den Definitionsbereich des Generators zu charakterisieren. In der nächsten Vorlesung soll es darum gehen, wie wir mithilfe des Generators überhaupt auf die stark stetige Halbgruppe kommen. Dazu aber beim nächsten Mal mehr.